Das Thema. Das Babylon der Bibel. Wir haben da, ich glaube, schon einige Male einiges über gesagt, und das letzte Mal war über diesen Lügen von den ältesten Manuskripten, sind die besten Manuskripte. Wir haben da gesehen, dass es nicht die Wahrheit ist, dass die sogenannte ältere Manuskripte, man sagt dann, Synodisches Vatikan sollen dazu gehören, sind sicher nicht die meist genau, die sind sehr ungenaue Manuskripte, stärker noch, das sind 3000 Unterschiede nur in der Evangelium, große Unterschiede nur in der Evangelium zwischen Codex Vaticanus und Codex Sinaiticus. Und Codex Sinaiticus ist auch bewiesen, ein späteres Manuskript zu sein, geschrieben im 19. Jahrhundert von dem Griechen Simonides, und also überhaupt nicht, stammt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Zeigt auch wieder an, wie ungenau die Datierungsmethode von heute sind. Nun, wir möchten etwas sagen über das Kapitel- und Verssystem von der Heiligen Schrift. Und nochmals, es ist ein Buch, was geschrieben wurde von Gott und Heiligen Geist durch 7 Männer, die in Periode von 2x24, 2x12 Jahre, 24 Jahre daran gearbeitet haben, von 1522 bis 1545. Wir möchten danach noch etwas sagen über die Psychologie von diesen Bibel-Babel-Bauer und schlussendlich, wie kann man ein Bibel-ablehnende Gläubige anerkennen. Paulus, die Aposteln, die haben das geschrieben, was der Heilige Geist eingegeben hat, und nochmals, gute Früchte kommen von einem guten Baum, nach Matthäus 12, 33. Und die originale Manuskripte, das Koine auf Papier, ist Manuskript inklusive, hat vorgebracht der Peschiter Bibel in Syrisch in 150 nach Christus, Altlateinisch in 157 nach Christus, Wirkliche Übersetzung 1382, Chrysostom 500, man mit dem goldenen Mund, die Nestorianer, die mit diesem Text gegen Kinder gegangen sind, das Missionaren, die Donatisten in Nordafrika, die Paulicier in Kleinasien, die Bogomile in de Balkan und von dort aus die Waldenser in Italien, die Albigenser und Katar in Südfrankreich, Nordspanien und schlussendlich die Anabaptisten oder Baptisten dann in Nordwesteuropa, die dann schlussendlich via Niederlande, England Richtung USA gegangen sind, wo heute die größte Gruppe zu finden ist. Tindal hat diese Bibel, natürlich Luther und Zürger, Bibel von Zwingli, die Olivetan-Bibel in Französisch, die Tindal-Übersetzung, die er gemacht hat in Wittenberg in 1525, die Staatenbibel, also eigentlich erst die Liesfeld-Bibel, die Biskens, die Deuzer-Bibel, die Bibel von Mietmann und Geilaert, Jan Dickens, Nuter, Neues Testament, dann die Staatenbibel 1637, dann die englische Bibel, die vorab gehen an der King James-Bibel, wie Coverdale, The Great, Geneva, Matthew, Bible, natürlich die Ethikus Receptus von Stephanus, Beza, Erasmus, und so sind nicht die Elsevier-Brüder aus ausgegeben Niederlande und der King James Bibel. Nun, ein Schlüssel, die gefunden werden kann, um die Motivation hinter dieser Menge von modernen Bibeln zu finden, kann man zusammenfassen in 2 Worte: Geiz und Neid. Geiz ist eine Götze, sagt Kolosser 3, und Neid, das war der Grund, warum Jesus von den Pharisäern überliefert wurde an Pontius Pilatus. Geiz ist der Wurzel alles Übels, das kann sich zeigen in wissenschaftlicher Anerkennung, Anerkennung von einer Schule, vom Staat, Ehre von Menschen und so weiter. Und das sieht man in jedem Buchstabe, in jedem Artikel, was geschrieben worden ist von den Revisoren und Übersetzern im 21. Jahrhundert. Und natürlich, ich spreche immer, wir müssen die alte Heilige Schrift von Luther nochmals neu revidieren. Ich habe gerade wieder eine Bibel bekommen von der Gemeinde mit der Mengeübersetzung, hat seine Bibel rausgeschmissen und viele moderne Studienbibel. Und nochmals, wenn das so wäre, ist die deutsche Sprache der letzte 150 plus Jahre, jede 2 Jahre veraltet, wenn eine neue Bibel wieder auf den Markt gekommen ist. Und was auch oft damit verbunden ist, dass sie denken, dass
Das ist eigentlich unterstreicht die Idee, dass die große Abfall heute voll durchgegangen ist in den letzten Tagen nach 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 3. Ich möchte das gerne noch mit Ihnen lesen. Da sagt die Heilige Schrift, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn ihr kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünden, das Kind des Verderbens. Erst muss der Abfall kommen. Abfall von neugeborenen Christen, weg von dem, was die Wahrheit ist, das ist die Heilige Schrift, wie das so klar erwähnt wird in Johannes 17, 17, 2. Moses 4, Vers 3 und Vers 4. Es war Neid, dass die hinterliegende Gedanke ist, hinter aller Übersetzungen von der katholischen Kirche und Jehovas Zeugen und auch von aller abfälligen Wissenschaftler wie Knapp, Theile, Stier, Griesbach, Lachmann, Eberhard Nessler, Erwin Nessler, Kurt Aland, Barbara Aland, Carlo Martini, die Jesuit und alle Jesuiten inspirierte Übersetzungen die letzten 400 plus Jahre. Das Problem ist, dass Wissenschaftler, die Abfällige oder Ungläubige, Probleme haben mit der Kraft, der Macht und Popularität von der Heiligen Schrift von Luther, die verantwortlich war für das Aufkommen in deutschsprachigen Raum von Kunst, Musik, Literatur, Bibel, Wissenschaft im Allgemeinen, Physiker, Wirtschaft, Erweckungen, die erste Bibelgesellschaft, die Missionsbewegung und alle menschlichen Institutionen. Und nochmals, rund um 1800 war dieser alte alexandrinische Jesuitenkult wütend und sie wollten so gerne Luthers Heilige Schrift ersetzen mit etwas, was ihr Produkt war. Und von 1900 ab, ich denke vielleicht schon 1850, wurde Faulheit ein besonderes Kennzeichen diesen Kult. Viele römisch-katholische Geschichtsschreiber und Schreiber vertrauen auf die Unwissenheit ihrer Mitglieder, um sie falsche Nachrichten zu geben, dass die Fakultätsmitglieder von der christlichen Schule zu faul sind, um Dinge zu überprüfen. Und immer wird er einander nachgeahmt. Musst du einfach Gibbisch in Griechisch nehmen und nachsagen, eine bessere Leseart ist, eine mehr korrekte Lesearten ist und so weiter. Nun, viele Sachen, die als schwere Worte dargestellt werden, kann man einfach besser verstehen, wenn man die Mühe nimmt, um das nachzufolgen und in ein altes Wörterbuch oder einfach in die direkte erste Mal, dass ein Wort erwähnt wird, in den Zusammenhang anzuschauen. Meistens wird es da direkt nochmals wiederholt in andere Art und Weise und übersetzt. Daneben hat man viele sogenannten Evangelikale oder Protestanten, die das besondere numerische System von der Heiligen Schrift von Luther ignorieren. Weil sie denken, haben dann, denke ich, die Idee, ja, wir sind eine Person, die die Bibel buchstäblich nimmt, ein Fundamentalist, ein Bibelanbeter, wie man auch Marieanbeter hat oder Kirchanbeter hat. Die letzten zwei kann man genehmigen, aber die erste nicht. Und nochmals, das ist eine wichtige Sache, weil auch die Heilige Geschichte von Luther hat ein numerisches System, was einige Sachen uns offenbaren kann. Und es beginnt über das Neue Testament von Panin. Wir haben auch alle fremde Sachen. Lukas, die an einen Freund, die versuchen zu beweisen, dass das Neue Testament in Griechisch inspiriert war. Nochmals, de Heilige Schrift von Luther, die ist besonder, nicht nur, dass es ein numerisches System hat, was nicht klar gefunden werden kann in hebräischen und griechischen Texten, aber auch ein Kapitel- und Verssystem. Und ab und zu kann es auch zu den Zahl von Worten in einem Vers gehen. Nun, die Autoren von diesem System, da werden 5 oder 6 Männer erwähnt, Stephan Langton in 1213, Lafranc in 1089, Hugo de Sancto Caro in 1300, der sichere Attias in 1559
unter verschiedene andere Leute. Nun lassen wir ein paar Zahlen studieren in der Bibel. 10 und 13. Das Alte Testament hat 39 Bücher, 3 mal 13. Das endet mit einem Fluch in Malachi 4, Vers 6. Bann. In Apostelgeschichte 13, 39, 3 mal 13, wird erwähnt eine Rechtfertigung vom Fluch des Gesetzes. In Galater 3, 13 wird dann nochmals ein Fluch ausgesprochen für diejenigen, die versuchen, das Gesetz zu halten. Und in 1. Timotheus 1, Vers 9 und Vers 10 wird erwähnt, dass das Gesetz ist gegeben für 13 verschiedene Arten von Leuten. Und in dem Buch des Gesetzes, in 5. Mose 13, Vers 13, gibt es einen Hinweis zum Teufel. In Sprüche 13, 13 gibt es eine Erklärung für Unglauben. Lass wir das mal lesen, das ist nämlich sehr passend bei diesem Thema. Sprüche 13, Vers 13. Wer das Wort verachtet, der verderbt sich selbst. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird's vergolten. Ein Wort verachten tut man durch Unglaube. Und in Josua 13, Vers 13, haben wir die Ursache von jeder Art von Abfall klar beschrieben. Wir lesen in Josua 13, Vers 13. Die Kinder Israels vertrieben, aber die zu Geser und zu Maachat nicht, sondern es wohnt beide Geser und Maachat unter den Kindern Israel bis auf diesen Tag. Du erlaubst bestimmte Sünde in deinem Herz und Leben. Dann bleiben wir in Josua, geben ein paar Kapitel zurück in Josua 7, Vers 13. Da lesen wir, steh auf und heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen. Denn also sagt der Herr, der Gott Israels, es ist ein Bann unter dir, Israel. Darum kannst du nicht stehen vor deinem Feinden, bis dass ihr den Bann von euch tut. Das sind verfluchte Sachen. Das kannst du weiter nochmal als Zufall anschauen in eigenen Studien im Buch Jesaja, Kapitel 1, Vers 13. Wir gehen so weiter. Unsere Bibel Babylon. Sie können weiter die folgenden Versen mal anschauen. Jesaja 1, Vers 13, 5, Vers 13, 7, Vers 13, 9, Vers 13, 14, Vers 13, 16, Vers 13, 21, Vers 13, 22, Vers 13. 23 Vers 13, 120 Vers 13, 34 Vers 13, 36 Vers 13, 37 Vers 13, 38 Vers 13, 42 Vers 13, 44 Vers 13, 51 Vers 13, 59 Vers 13, 65 Vers 13. Und daneben im Buch Jeremia, danach Kapitel 1 Vers 13, 2 Vers 13, 3 Vers 13, 4 Vers 13, 5 Vers 13, 6 Vers 13, 7 Vers 13, 12 Vers 13, 16 Vers 13, 17 Vers 13, 19 Vers 13 und so weiter und so fort. Ja, sagst du dann, ja, aber mit all diesen 13 nicht erwähnt wurden. Und all diese 13 etwas Gutes darstellen. Na, vielleicht musst du dann als sogenannten faulen Wissenschaftler mal ein bisschen Zeit nehmen, um das anfangen zu studieren. Wenn das Buch bekennt, von Gott inspiriert zu sein, ist es sicher nicht zu viel gefragt, richtig? Richtig? Nun, ich sage daneben, dass 95% von allen 13 repräsentiert etwas Böses. 85% von der anderen Kapitel hat kein 13 in ihnen oder sind neutral. Weniger als 18% von all diese 13 im Alten oder Neuen Testament neutral und vielleicht gut. So 5% sind gut und 10% sind neutral und die überbleibende 85% haben einen Hinweis zur Sünde, Satan, Hölle, Unglaube, Abfall, Gericht. Wir gehen weiter mit unserem einfachen Studium, die nochmals für jede Person, die Basisstufe Deutsch hat gelernt, nachzuvollziehen ist. In 1. Mose, Kapitel 4, Vers 13. Keiner aber sprach zu dem Herrn, meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Antwort von einem Mörderer, bezüglich Gottes gerechtes Handeln. Pardon. 1. Mose 6, Vers 13. Da sprach Gott zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich kommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen. Und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Das hat zu tun mit der Folge der Sündhaftigkeit des Menschen. 1. Mose 13, Vers 13.
Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Da kommen wir bei Nimrod, der 13. von Adam. Er war ein Rebell. Und erstmal, dass das Wort 13 stattfindet, finden wir die Rebellion in 1. Mose 14, Vers 4. Denn sie waren 12 Jahre unter dem König Kedorlaomer gewesen, aber im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Abgefallen. Und das sehen wir auch in der Abfall von den USA gegen England in 1776. Und dann fahren mit 13 Sternen, mit 13 Streifen, mit einer Schlange, die sagt, trete nicht auf mich, 13 Buchstaben auf Englisch, e pluribus unum, 13 Buchstaben in Lateinisch, und 13 Sterne auf einem Confederate Südstaatenfahne in den sogenannten Rebellionskrieg. Nur ein Zufall, richtig. Und dann lesen wir danach in Markus Kapitel 7 im Neuen Testament, Vers 21 und Vers 22, dass da 13 üble Sachen in einem menschlichen Herz zu finden sind. Markus 7, Vers 21. Denn von ihnen aus dem Herzen der Menschen gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft, das sind 13. All diese bösen Stücken gehen von ihnen heraus und machen den Menschen gemein. Und das ist gegeben in das erste Markus-Evangelium. Da sagt man dann, ja, aber dann der andere Evangelium. Na, das, man sagt, das Markus-Evangelium war das erste echte Evangelium. Und dann werden die alle 13 hintereinander erwähnt. Und Judas Iskariot hat 13 Buchstaben und da werden 26 unreine Tiere aufgelistet in 5. Mose 14, Vers 7 bis 9 und 12 bis 19. Das ist 2 mal 13. Nun, wenn jemandem nicht zu faul ist, können Sie was Zeit verwenden in ein paar andere Referenzen und ich nehme ein paar lese ich und die anderen erwähne ich einfach, die Sie mal für Ihren eigenen Studien weitergeben möchten. Anzufangen in Ezra. In Ezra Kapitel, ich dachte 2, Vers 13, selbstverständlich. Dann lesen wir die Kinder Adonikam 666. 666, das ist ganz wichtig, das ist Adonikam ist Herr der Rebellion. 2. Chroniken 9, Vers 13. Da lesen wir, da als Goldeshaber, das Salomo in einem Jahr gebracht ward, war 666 Zehner. Psalm 71, Vers 13, 91, Vers 13, 74, Vers 13, Job 26, 13, Ezekiel 6, Vers 13, 13, Vers 13, 13, Vers 13, in Exodus, 2. Mose. 5. Mose 6, Vers 13, Nehemiah 2, 13, Habakkuk 3, 13, Lukas 4, 13, Johannes 13, 26, ist ein guter. Ich möchte gerne mit Ihnen lesen. Johannes 13, Vers 26. Jesus antwortete, der ist es, der mich den Bissen eintauche und geben. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas Simons Sohn, den Iskariot. Epheser Offenbarung 2, Vers 13, der Werke der Nikolaiten. Offenbarung 13, das ist ein guter. Da geht es um das Tier, der Antichrist. Und tut große Zeichen, dass es auch macht, Feuer von Himmel fallen vor den Menschen. Das ist ein anderes Tier, das diesen zwei Hörner hat, gleich wie das Lamm und redet wie der Drache. Offenbarung 6, Vers 13, Epheser 6, Vers 13, Römer 13, 13, Jeremia 26, Vers 2, 2. Könige 22, 13, Lukas 13, Vers 6, Lukas 6, Vers 26, 2 mal 13, Matthäus 7, 6, Vers 13, 13, Vers 13 und so weiter. Nun, wenn du diese ganze Liste durchschaut, dann kommst du sehr in der Schlussfolgerung, dass das nur Zufall ist, Unsinn ist. Die Person hat niemals die Zeit genommen, das Thema zu studieren.
Nun gehen wir weiter mit der Zahl 10. Daniel Kapitel 2. Daniel muss einen Traum erklären. Und der Heilige Geist zeigt, dass es ein Bild ist von Heidengefangenschaft. Das endet mit 10 Zehen, repräsentiert die 10 Heidenkönige in Daniel Kapitel 2, Vers 41 bis 44. Die sind halb außerirdisch, halb Menschen. Offenbarung 17, Vers 12. Das sind wieder die 10 Könige, die gleiche 10 Zehen vom Bild, in der Macht sind beim zweiten Kommen Jesus Christus. Und natürlich, man muss Zeit nehmen, um das Buch buchstäblich zu nehmen. Es ist nicht so ein schweres Buch, es ist aber schwer zu glauben. In 1. Mose 10 finden wir das Geschlechtsregister der Heiden. In 1. Mose 10, Vers 10 wird das erste Heidenkönigreich erwähnt und der Person, die Gründer war, Nimrod. Nimrod ist der Assyrer in Jesaja 10, Vers 5. Ich möchte das gerne mit Ihnen lesen. Jesaja Kapitel 10. Vers 5, wo wir Assur, der meines Zorns ruht und ihre Hand meines Grimms stecken ist. Und dann lesen wir Eliezer, die eine Reise macht zu einem Heidenland, um ein Braut für seinen Meistersohn Isaac zu suchen. Und er nimmt 10 Kamele mit sich. In Römer Kapitel 10, Vers 10 haben wir das Rettungsplan für die Heiden. Und das ganze Kapitel handelt mit einer Disposition und Haushandlung für die Heiden und dem Missionsruf, um ihnen das Evangelium zu predigen. In Apostelgeschichte 10 werden die Türen geöffnet für das Himmelreich. Ja, das kann man nachschauen in Matthäus 16, Vers 16 bis 19, an den Heiden, an das Haus von Cornelius. In 2. Mose 10 haben wir das Ende der Plage auf die Heiden. Das waren genau 10 Plagen, die der Israel hat verweigert, Israel gehen zu lassen. Dann gibt es 10 Heiden-Nationen, erwähnt, die an die Seite geschoben werden durch Abraham Samer in 1. Mose 15, Vers 19 bis 21. In Johannes 10 gibt es Heidenschafe, Teil von diesen anderen Herden. In Lukas 10 haben wir die Gleichnis von der guten Samariter, die ist halb Jude, halb Heiden. In Jeremia 10 hat vor allem über die Heiden und die Weihnachtsbaum, Jeremia 10, die ersten 4 Versen. Es hat 10 Kapitel und das Ganze handelt in einem Heidenland und in einer Heidenumgebung. Oder das habe ich nicht einmal in dem ganzen Buch erwähnt. Nun, was sagen die Wissenschaftler? Ja, das ist nur Zufall. Oder ist sie auch mal falsch platziert? Nach einigen orthodoxen Wissenschaftlern, ja. Das gehört nicht in die Original. Nein, das hat Gott genau da gegeben für dich auf Deutsch. Du brauchst nicht Griechisch, nicht Hebräisch, auch nicht eine neue Übersetzung. Du brauchst einfach die Heilige Schrift von Luther, die schon mehr als 400 Jahre gegeben hat. Und wenn man sagt, ja, das ist alles später zugefügt und so, ist nicht inspiriert und so weiter. Na, nehmen, was Gott gegeben hat. Lerne zu glauben, Inspiration hört nicht auf bei dem Tod von Johannes oder Paulus. Ich glaube persönlich, dass die Heilige Schrift, wir nennen es Luthers Heilige Schrift, um zu unterscheiden von anderen Heiligen Schriften, die man sagt, Heilige Schrift zu sein, aber im praktisch unheilig sind, das Wort Gottes ist und alle Worte Gottes hat. Nicht, weil es mir gelehrt wurde und ich empfangen habe, nicht wegen seiner poetischen Schönheit oder rhythmischen Stil, oder Luther konnte so gut die Leute auf das Maul schauen, oder sein klassisch hochsachsisch Deutsch, aber ich habe mir all mehr als 31.000 Verse genau geprüft und das studiert und da bin ich durchgegangen mehr als 100 Mal. Und ich bin überzeugt, durch normale Vernunft, dass Gott seine Hand hat gehabt in der numerischen Unterteilung von Kapitel und Versen. Und ich bekomme diese Offenbarung, wie man das nennen möchte, durch das Studieren von dem Text von der Heiligen Schrift. Ein tastbares Buch. Und wenn Leute, die immer die Heilige Schrift kritisieren, sind auch viele von neugeborenen Christen heute, wenn sie konfrontiert werden mit einem objektiven wissenschaftlichen Experiment, gegründet auf die Erfahrung von tausenden erster Augenzeugen, können sie keinen Kommentar machen. Also ich predige in Dutzende verschiedene Orte, Länder und Gemeinden pro Jahr.
in diese Gemeinde, stelle ich Sie einfach eine Frage, wie viele haben geglaubt, dass die Heilige Schrift, die Sie hier haben, auf der Tasche habe, die Heilige Schrift ist, bevor Sie etwas von mir gehört haben? Viele stecken die Hand hoch. Das Problem von der modernen abfälligen Evangelikalen und Protestant ist, wer ist wirklich verantwortlich für die Lehre, dass nur das Heilige Schrift unfehlbar ist, alle Worte Gottes enthält, Gottes Atem darauf, ohne Fehl. Du musst mal versuchen zu beweisen, dass es keinen Fehler hat. Das ist das Problem. Du bist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das ist unser Rechtssystem, die Grundlage unseres Rechtssystems. Wer hat das gelehrt? Wer hat gelehrt an mir, dass die Heilige Schrift absolut perfekt und vollkommen ist? Das muss entweder Gott oder der Teufel sein. Wenn es der Teufel war, wie kann er ein Buch inspirieren, was verantwortlich ist gewesen für die Rettung von Millionen Leute, der Gründung der ersten Bibelgesellschaft und die Rettung von Millionen in der ganzen Missionsbewegung. Und indirekt das Wegziehen von Nordwesteuropa von Rom. Das ist nicht die Hälfte. Es gibt daneben noch Millionen andere Leute, die letzten 500 Jahre, die das Gleiche geglaubt haben wie ich. Ich wurde einfach nicht anerkannt als akkreditierte, geschichtliche, evangelikale, protestante Fundamentalisten. Du kannst nicht falsch gehen mit Luthers Heilige Schrift. Ich habe es so oft studiert, so oft gedacht, das ist wirklich ein Fehler und das war es nicht. Das sind Menge Leute, die sind verführt von Prediger oder Bibellehrer, die Luthers Heilige Schrift pervertiert haben. Und sie wollen einfach ihren denominalen kirchlichen Traditionen beweisen. Aber ich glaube, noch niemand, die Luthers Heilige Schrift wirklich von Kauf zu Kauf akzeptiert hat, was von Gott inspiriert, jedes Wort, ist ernsthaft von falsche Lehre, falsche System, nicht mehr Menschen, nicht mehr Menschen, praktisch nicht mehr Dinge nicht mehr Menschen. Und ich bin immer nach 30 Jahren noch unterwegs in verschiedene Länder und ich habe niemals ein junger Mann gesehen, der so verwirrt ist wegen Luthers Heilige Schrift. Nein, es ist umgekehrt. Wir sind verwirrt durch die modernen Übersetzungen. Das sind die Schuld und Abfall und das Durcheinander und der Chaos im Leibe Christi. Warum ändern sich die Leute an die Heilige Schrift? Weil es ist nicht einverstanden mit seinen materiellen Plänen. Sie wollen kein Kreuz, hat ihnen das wieder die Sache über das Kreuz und Selbstwirkung rausgeschnitten. Lass es einfach stehen, wie es steht. In das große Missionszeitalter von 1700 ab, und wenn sind es nur von den Moraviers und den Herrenhütter, hat diese Zeitalter durchgegangen und war ein großer Segen von Gott, solange man Besetzungen nützte, gründete auf den Ben-Rim, also redete Texte im Alten Testament und der Texte selbst im Neuen Testament. Niederländisch, Französisch, Deutsch, Schwedisch, Irisch, Schottisch. Der hat eine Bibel übersetzt von den gleichen Manuskripten, für den King James und Martin Luther. Und das sehen wir auch in der afrikanischen, indischen, chinesischen, japanischen Bibeln übersetzt auf dem Missionsfeld. Die Olivetan in Frankreich, die Didat in Italien, der Reina Valera in Mexiko und Spanien, in der Kinder, die von Morrison in Japan, die haben wir auf unserer Website stehen, holybiblefoundation.org, in Indien durch Kerry und Schwarz. Aber Problem kam da mit den Revisionen nach 1850 in deutschsprachiger Raum, die Probebibel rund um 1883, die auskam in Deutschland, 1884 die Revised Version in England, in 1901 die Revised American Standard Version in Amerika und vor allem in 1904, dass die British Foreign Bible Society den griechischen Text selbst an der Seite geschoben hat und dann statt davon den griechischen Text von Vatikanus und von Rom und deutsche hohe Kritik und Rationalismus genommen hat. Und das ist genau der gleiche Text von den Jesuiten. Wir gehen so weiter. Babylon. Nun, wir möchten weiter sprechen über das wichtige Thema, die Heilige Schrift. Jede große Nation in dieser Welt hat zwei Bibeln. Einer, die der Herr geschrieben hat, und eine Menge andere, die die Wissenschaftler haben geschrieben. Der Text von Luthers Heilige Schrift in jeder Ausgabe ist ein Text, der von Gott autorisiert wurde. Und das hat der Heilige Geist immer mit seinem Okay bedrückt, in jeder Ausgabe.
unabhängig von der Voreingenommenheit von 500 stoffliche Wissenschaftler, die denken, dass die Sonne aufgeht und untergeht auf die griechischen Grammatikbuch. Du kannst nicht falsch gehen mit diesem Text und du kannst dein Zeugnis verlieren, deinen Dienst, dein Kleid, dein Gebetsleben, dein Zeuge, deine Schule, deine Gemeinde und ewige Belohnungen verlieren mit aller anderen Übersetzungen. Und natürlich mit aller Respekt für die natürlichen Talente von Männern wie Vincent, Elligot, Tranch, Langer, Driver, Orr, Clark, Rey, De Wette, Tischendorf, Eberhard Nessle, Erwin Nessle, Metzger, Barbara Arland, Kurt Arland, Tischendorf, Teile, Stier, Griesmann, Lachmann, Harnack, Jill, Grotius, Umbreit, Wilkerson, Davidson, alle Bibelgesellschaften heute, Lightfoot, Alfred Dodowitsch, Tregell, Tenius, Patrick, Whitby, Hammond, Barnes, Havernick, Blake, Hengstenberg, Olhausen, Bloomfeld, Burkitt, Rosemuller, Lord, Tollock, eine Gruppe von amillennialen, postmillennialen, bibelvernennende Rater. Man muss dann gezwungen sein zu sagen, dass die Heilige Schrift von Luther noch immer wie ein Mount Everest über alle anderen Berge steht und über den Müll an ihre Füße steht von Notizen, Kritikes, Vorstellungen, Interpolationen, Amendationen, Transpositionen, Exegese und so weiter. Der autorisierte 611 Versen ist das Buch der Bücher. Und ich vermute, dass wir da ungefähr 400 Jahre war zwischen der letzten Offenbarung Malachi und Gottes Offenbarung Israel via Johannes der Täufer etwas Ähnliches stattfinden soll, zwischen 1611 und das zweite Kommen, der Rückkunft des Herrn Jesus Christus. Davor hat man all diese menschlich gemachte apokryphe Bücher, Bell und der Drache, Enoch, Oliver Twist, Moffat, Talbot, Gunsmoke, Moby Dick, Weymouth, Esdras, Mickey Mouse, Goodspeed, Judith, Weisheit, Davy Crockett, Ave Maria, Neue Weltübersetzung, Einheitsübersetzung, Darwins Ursprung der Sorten, Hermes und die Maccabee natürlich nicht zu vergessen, Gone with the Wind. All diese Sachen, die gehen immer weiter. Jeder Sekt hat seine eigene Version mit all diesen Gruppen und Leuten und Büchern. Die Falschen sind gegründet, unwissend vielleicht, auf das katholische Manuskript B Vatikanus. Alle Wege führen nach Rom und indirekt dann in die Hölle. Der Witz ist, dass all von diesen haben zwei nichtchristliche Sachen im Gemein. Die Ablehnung von der Benediktinischen Text, Textus Receptus, die Deutschland, England und Amerika die größte bibelgläubige Länder der Welt gemacht hat. In 1850, 1880 und 1900. Und zweitens, das Akzeptieren von der kirchlichen Autorität des Vatikans. Und das System hat die Gewissen und Seele von hunderten Millionen Heiden versklavt, mit einem 1500 Jahre lang, im dunklen Mittelalter. Und nochmals, die Zeit seines zweiten Kommen ist sehr nahe, Brüder. Und seid stark in den Herrn, unbeweglich. Und nochmals, schmeiß niemals seine Kind oder König Luther Bibel weg oder unter König und Fürst geschrieben, Friedrich der Weise. Ja, das, darin ist auch ein Zeichen von einem Gott gegebenen Bibel, ist unter einem König geschrieben. Die König Jakobus Bibel und König Jakobus von England, der Hellenische Staaten unter König Philippus II. Und Luthers Heilige Schrift unter der Führung von Habsburgse Reich, damals noch Karl V. Und in Praxis auch Friedrich der Weise. Nun möchte ich noch etwas sagen über die Psychologie von diesen Bibel-Bibel-Bauer. Das muss doch eine Erklärung sein von der unglaublichen Menge von Hass, die über Deutschland gekommen ist, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gegen die Heilige Schrift, was so ein Segen ist gewesen für Deutschland und seine Kultur, seine Musik, seine Wissenschaft, seine Suche nach Wahrheit und Freiheit. Der moderne abfällige evangelikaner Protestant, die nützt es nur. Er hat eine Vorwahl, er liebt es vielleicht, möchte sich damit identifizieren, aber keiner glaubt das Buch. Das ist Unterschied. Du musst unterscheiden, dass viele der Männer, die diesen Heiligen Schrift von Luther attackieren,
speziell Katholiken und Jesuiten, sind an sich Leute, die du wirklich gerne haben könntest. Und nochmals, ein Christ, der schnell verführt wird, die wird schnell beeindruckt von Wölfen in Schafskleider. Diese Männer erscheinen öffentlich und zeigen ein ausgebildetes, ausgeglichenes, dignifiziertes, positives, strahlende, optimistische Persönlichkeit. Und jemand hat mal gesagt, eine Person, die an Lügen erzählt, als es die Wahrheit war, ist ein besserer Überzeuger, ein Mann, die Wahrheit erzählt, als ob er ein Lügen war. Und so ist es. Na, was ist passiert mit Rom und Jesuiten? Sie haben die Fundamentalisten, die Evangelikale und konservative bibelgläubige Christen so gelassen, dass sie die technischen Rezepte abgelehnt haben und sich schämen für die heilige Schrift von Luther. Mit anderen Worten, man kann nicht mehr mit Autorität sprechen. Und früher war es so, man hat als Prediger eine ganz klare, überzeugte Predigung von Gottes Wort gehört. Na, und nur nicht mehr. Das ist indirekt Abfall. Leute möchten eine Lüge akzeptieren. In einer sehr angenehmen, schönen, ernsthaften Art und Weise. Nochmals, Bibelgläubige wurden halt immer bestimmte Namen. Das waren Lutheranisch oder Zwinglianisch oder Hussitisch oder Henrizianer, Protobusianer, Polizier, Donatist, Novatian und so weiter. In Amerika wurde sie genannt Norrisite, 1920, 1950. Und du hast viele diplomatische Schlangen, die in der Kirche tätig sind, die dann folgendes sagen, da in Rom, wir müssen uns vereinen für das Zeugnis Christus und alle Vorurteile an der Seite schieben, in der Zitat. Das ist ein Papst. Wer ist denn wir? Wir müssen uns versammeln. Was heißt es versammeln? Welche Christus? Du meinst die Bibelchristus oder theologische Puppe von der liberalen katholischen Theologie? Das ist ein Unterschied. Vorwahl, gegen wem, welche Standen wir sündigen? Du meinst der Papst in Rom, die Besetzung von einer Übersetzung und von der Neue Luther-Übersetzung 2017 im Nationalrat von Kirche? Oder der lebende Gott, das Wort lebendes Gottes? Das ist ein Unterschied. Na, wenn man herausfinden möchte, wie diese moderne, abfällige protestante, evangelikale Vernunft funktioniert, dann musst du unterscheiden zwischen einem individuellen Mensch und einer Gruppe. Und das hat zu tun mit ihrem Glaubensbekenntnis. Was wir tun möchten, eine Analyse zu machen von dieser Art von Denken, wo diese Menschen eintauchen. Das ist verbunden mit der Heiligen Schrift. In dem Licht von diesen modernen wissenschaftlichen Untersuchungen, das ist Liberalismus pur, das ist, was eine liberale Person aufregt. Das ist, wie viel muss sie sich anpassen an diese Linie von modernen, abfälligen Evangelikalen und Protestanten, um Gottes geschriebene Offenbarung an die Seite zu schieben. Das ist die Frage. Entweder Gott oder die Mensch. Mensch ist immer falsch, Gott ist immer recht. Und vor allem sein Wort. Ein unfehlbares Wort kannst du dein ganzes Gewicht erstellen für die Rettung deiner unsterblichen Seele. Und man hat ein Phänomen, das kann man klassifizieren als Neurose, mentale Instabilität, wenn man es kommt zu Bibelmaterial, psychologische Krankheit, bekannt als Repression. Extreme Repression ist bekannt als Disassoziation. Man verweigert Tatsache und Wahrheit anzuerkennen, wenn sie negativ sind zu deiner Persönlichkeit und Interesse. Schon meine Haltung gegenüber beschrieben, Römer 1, 18, 21 und 25, 2. Korinther 2, 17 und Kapitel 4, Vers 2, 2. Mose 2, Vers 15, 2. Petrus 2, 20 und andere. Wenn du viel Zeit verbringst, um modernistische Autoren zu lesen, zeigt das noch deine Disassoziation mit der Heiligen Schrift. Daneben haben wir Leute aus psychomagischen Symptomen, die liberale Klasse, die man charakterisieren kann als extreme Frustration.
wenn man nicht kompensieren kann und ersetzen kann, um diese Frustration zu lösen, hat man ein Problem. 1. Mose 9 und 10, da sagt der liberale Theolog, diese drei Männer studiert, die früher in Geschichte drei Kontinenten bevölkert haben. Wie kann der Liberale das akzeptieren? Nein, nicht. Warum? Was in der Bibel ist. Es war vor Christus geschrieben. Dann sagt er, nein, das ist ein subjektives Vorurteil. Das ist nicht zuverlässig. Aber wenn Sie in die säkuläre Geschichtsschreibung gehen und die Werke von Philologen und Ethnologen, dann kommt er ein totes Ende. Weil keiner hat bewiesen, dass diese Bibelinformation nicht wahr ist. Er kommt zum Punkt, dass er etwas Übernatürliches, übernatürliche Offenbarung von Gott anerkennen muss. Wenn er es nicht tut, kommt er niemals weiter. Und alle Theorien, die stellen vor, dass es im Grunde genommen nur drei Rassen oder Sprachen gibt, mit ihrem Ursprung in innereuropäisches Gebiet von 1. Mose 10 und 11. Das sind die Tatsachen. Dann hast du Leute, die ein Verfolgungskomplex haben und etwas Negatives sagen und sagen, du verfolgst mir, einfach weil er die Bibel nicht glaubt. Mentale Krankheit. Und ein anderer von diesen Phänomenen, die man observiert in Kindern oder Erwachsenen, ist die Fantasie, die ein Kind anwendet, um Frustration zu genießen. Das sieht man genau bei Katholiken. Fantasie, Sublimation ist damit verbunden. Die Heilige Schrift. Heiliges Wasser, Heilige Maria, Heilige Kuh, Heilige Makro, Heilige Kleider und so weiter, Heilige Teil des Kreuzes. Das Buch ist all deinen Respekt wert. Hast du eine Heilige Schrift? Ich hoffe es. Wenn nicht, korrigiere uns, wir schicken dich gerne ein Buch, was die Heilige Schrift ist, bewiesen durch seine Früchte in Zeit und Geschichte. Problem ist, dass die meisten Leute ein Ding ihr Ziel haben, dass du nicht mehr, wenn du die Heilige Schrift von Luther liest, das heilige Wort hat mit aller heiligen Worte Gottes. Der Glaube ist davon verschwunden. Das ist ein sehr trauriger Zustand. Man hat also eine Gruppe Leute, die ihr ganzes Leben daran hingegeben haben, um zu zeigen, dass die Bibel Fehler hat, Widersprüche hat, inakkurat die Sache hat. Das ist traurig, wenn man so eine Einstellung hat. Noch gute Bücher, die Sie beständig über die Simmons von Hills, Believing Bible Study and Fuller Witch Bible. Bei unserer Stiftung kann man die bestellen, Stiftung Bibelgläubige Baptisten. Die freie Gedanke offenbart sein Werk und sein Bekenntnis ist sehr naiv, irrational und kindisch. Bei den Früchten soll man sie kennen. Man muss die Frage, die Früchte von Gottes Heiligen Geist in die Geschichte anzuerkennen. Also die meisten. Warum? Sie haben keine absolute Wahrheit, sie haben keine Werte. Es ist auch nichts original über ihre Entdeckungen oder Übersetzungen oder Versionen oder Ideen oder Ausdrucksweise. Zwischen 1850 und 2021. Kein Wunder, dass ein Christ in der ökumenischen Kirche mehr Interesse hat an aller Zeitschriften als an das Buch des Lebens. Kein Wunder, dass ein Bibelgläubiger fremd angeschaut wird von anderen Kirchenmitgliedern, also Fanatiker. Ja, so geht es heute. Ein Christ in solche Kirche starb zum Tode. Mit keiner guten Bibellehre, keine guten Bücher, keine gute Predigt. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns. Wir können Ihnen eine Menge Material mitgeben, was Ihnen hilft, nah bei Jesus Christus zu bleiben in den letzten Tagen. Und die Jesuiten sagen dann, ja, wir haben einen Mangel an moraler Ethik gefunden, in Haltung gegenüber dem größten Buch, was geschrieben oder gedruckt wurde. Nochmals, die deutsche Sprache ist die große Muttersprache von Europa. Mehr als 100 Millionen Leute. Kauf das Buch, lies es, gib es weiter. Und schlussendlich all diese harte antichristliche Vorurteile ist symptomatisch für eine psychogenische Krankheit. Und die kann man nur korrigieren mit der neuen Geburt von durch Jesus Christus und seinem Blut. Johannes 3, Vers 16.
900 Jahre lang Kirchengemeindegeschichte zeigen uns eine Sache über religiöse Ausbildung, Philosophie, Psychologie, Sozialismus und wissenschaftliche Entdeckung. Die helfen nur, um eine Krankheit zu verbreiten und zu verärgern. Statt dass man die Menschheit versucht zu heilen, nein, macht man wieder eine neue Bibel dazu. Absolut traurig. Ich hoffe, dass sie nicht die gleiche Fehler machen.